so ein Ding und so. Ja, wir suchen hier eine 69-jährige Frau, die hier eine Asylunterkunft in Loma bewohnt. Sie ist Rosenmontag von einem Spaziergang nicht heimgekehrt. Am gestrigen Abend hat dann die Familie hier die Vermisstenanzeige erstattet. Bereits gestern sind Suchmaßnahmen der Polizei angelaufen. Wir haben die gesamten Unterkünfte durchsucht und den Nahbereich durchsucht, dies allerdings ohne Ergebnis. Heute ist die Suche fortgesetzt worden mit einem Hubschrauber, mit Mantrailer-Hunden und jetzt auch mit Flächenspürhunden. Zusätzlich haben wir Kräfte der Bereitschaftspolizei angefordert, die jetzt größere Flächen absuchen. Können Sie was zu der Person sagen? Wie sieht die aus? Was soll man machen, wenn man sie eventuell sieht? Ja, die Frau ist 69 Jahre alt. Wir haben ein Foto online gestellt, sodass auch die Bevölkerung helfen kann, worum wir dringend bitten. Sie ist Kongolesin, also dunkelhäutig. Sie ist 69 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß, dunkel gekleidet und trägt eine Brille.